darf ich vorstellen, das ist Simon. Er ist ein durchgeknallter Vogel, der viel zu viel Zeit vor seinem Rechner verbringt. Da jetzt auch noch Winter geworden ist, sind mögliche Freizeitaktivitäten ohne seinen PC schier nicht existent. In so einer Zeit stellt sich aber immer wieder die gleiche Frage. Was soll ich denn zocken? Egal, ich schau mal bei Steam nach. Also gut, was zocken wir denn? Wie wär's mit Dark Souls? Nee, zweimal durchspielen reicht. Wie wär's mit Fallout 4? Nee, auch schon 100 Mal gespielt. Wie wär's mit... Oh, Raft! Nee, das hatte ich beim letzten Mal schon nicht gerafft. Mal gucken. Naja, bevor es sich jetzt noch den Kopf zerbricht, werde ich ihn mal als zukünftiges Ich unter die Arme greifen. Ich bin es, dein Zukunfts-Ich. Gib Gandalf deinen Ring. Nein, halt, falscher Text. Spiel Moonlighter. Alter, erschreck mich nicht so und hör mit der Kackstimme auf. Das klingt ja total Banane. Oh, sorry, tut mir leid. Moonlighter? Was soll denn das sein? Keine Sorge, ich werd's dir erklären. Aber mach dich auf eine Geschichte und auf eine Erzählerstimme gefasst, die dich aus den Latschen hauen wird. In einem sehr weit entfernten und sehr verpixelten Land, in einer Stadt namens Rynoka, lebt der kleine Händler Will in seinem Laden namens Moonlighter. Früher lebte das Dorf und der Laden durch die vielen Helden, die sich in den immer verändernden Dungeons am Rande der Stadt nach Materialien und Relikten umschauten. Diese wurden wiederum von Will im Moonlighter verhökert. Da es aber in den Dungeons viel zu gefährlich geworden ist und die Blockflöten von Helden viel zu kleine Eier haben, steht der Moonlighter vor der Kurzarbeit und das Dorf davor, eine Geisterstadt zu werden. Aber nicht mit unserem Will. Mit viel größeren Eiern geboren als jeder Held im ganzen Land, rennt er Tag für Tag und Nacht für Nacht in die Dungeons, um an seine Waren zu kommen, die er dann auch noch in den Geschäftszeiten unters Volk bringt. Jetzt weiß ich auch, was mein Chef immer mit Firmeninteresse gemeint hat. Egal, Will weiß, was er will. Kleiner Wortwitz am Rande. Er ist Held und Händler in einer Person und nichts und niemand wird ihn davon aufhalten, seine Träume zu verwirklichen. Er wird seine Stadt zu altem Ruhm verhelfen und er wird die 4 Dungeon-Schlüssel finden, um das letzte große 5. Tor zu öffnen. Willst du auch ein Teil dieser unglaublichen Geschichte werden? Ja, ich meine genau dich und alle anderen Vollzeitspargel da draußen. Dann geht in den Steam Store und gebt in der Suche ultimatives Hyperporno-Gigagame ein und ladet es euch heute runter. Stunden voller Abenteuer in Dungeons und im Einzelhandel warten. Und der Moonlighter zählt auf euch. Halt, stopp. Mal ganz langsam. Warum? Ja, red mal keinen Scheißdreck an, Leutner. Das war jetzt mega viel Story, aber Gameplay? Hallo? Da kam gar nichts. Also, ich und unsere Zuschauer da draußen wissen auch nicht jetzt, wie man das spielt. Findest du? Das ist schon ein bisschen dürftig für so ein Game Review. Ja, das kann ich ja noch alles machen. Ja, könntest du, aber hast du schon mal auf die Uhr geschaut? Du kannst hier nicht von Karl-Heinz Peter da draußen vor dem Monitor erwarten, dass er dir hier stundenlang zuguckt. Das muss auch irgendwann mal ein Ende haben. Ja, dann machen wir halt ein zweites Video. Ja, das können wir schon machen, aber wollen das die Leute da draußen auch sehen? Das frage ich doch mal besser unsere Zuschauer. Wollt ihr noch ein zweites Gameplay-Review mit allem Drum und Dran vom Moonlighter sehen? Oder aber sagt ihr mir, nee, schmeiß mal neues Spiel um die Ohren. Da sage ich nicht nein. Schreibt's mir einfach in die Kommentare, was ihr wollt. Und dann mache ich das. Aber jetzt geht's zur Endcard.